Wie immer begrüße ich euch hier ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2. One level per day. Roys Festung auf dem Eisberg von Crazy Burn. Heiße Füße gegen Roy. 6,74% ist die Abschlussrate, 6 erfolgreiche von 89 Versuchen gab es. Ein Herz hat's bekommen, 20 Leute haben es gespielt, klassisches Bosskampflevel im New Super Mario Bros. U-Style. Und wie ihr mitbekommen habt, es sind nur noch 3 Creator und lange sind es nicht mehr 3 Creator, bald ist es nur noch einer. Das heißt also, nutzt die Chance, sendet eure Level ein, um das Projekt weiter am Leben zu erhalten. Ansonsten wird das Projekt in Kürze dann leider, nach über 1000 Folgen, muss man sagen, beendet. Aber jetzt erstmal wieder zu den schönen Sachen, nämlich zu dem Level. Ich sage jetzt erstmal viel Spaß bei diesem Video. Jetzt mal gleich hier Lava. Ja, moin. Na, die unsichtbaren Blöcke. Hat er wahrscheinlich da auch welche, ne? Ach man. Lass doch immer diese unsichtbaren Blöcke. Okay. Gut, man hat es jetzt einmal gelernt und dann war es das. Auch kein großer Fan von. Dann auch noch warten. Ey. Moment. Da will ich rein. Da komme ich nicht rein. Warum nicht? Na komm, rutsch runter. Da komme ich rein. Gehe ich jetzt gerade rückwärts? Ja, ich bin rückwärts gegangen. Ah. Ja. Muss der Hammerbruder sein. Wow. Nein. Oh. Okay. Da kann ich beruhigt kein Toll geben. Aber wieso, weshalb, warum? Wisst ihr ja, das klären wir wie immer im Detail. Und schon sind wir im Detail angekommen und ja, wir sehen es ja hier jetzt schon, die Lava steigt und sinkt. Und es würde halt mehr Sinn machen, hier wirklich diese Blöcke offen zu zeigen. Sekunde, von wann ist das Level? Sehe ich das hier? Ne, sehe ich jetzt hier nicht. Okay.
Also es würde Sinn machen, hier diese offen zu zeigen, da einen Pilz reinzupacken. Und dann hier später irgendwo auch hier wieder offen zeigen. Guck mal, es trifft genau zu. Also ich habe wirklich in dem Augenblick ins Schwarze getroffen. Hier spielst du mit den Leuten und sagst, okay, pass auf, zwischen diesen beiden Münzen ist ein Block. Hier ist nichts dazwischen, hier auch nicht. Zwischen diesen drei Münzen ist ein Block. Zwischen diesen Münzen ist kein Block. Das ist so ein bisschen, es ist kein Trollen in der Form, wie man es sich vorstellt, aber es ist halt, du musst dir das vorstellen, du nimmst jemanden an die Hand. Jemanden, der, ich sag jetzt mal, blind ist und das nicht kennt. Und es ist ja wirklich blind, dass man dieses Level spielt, ja. Und er lernt in dem Augenblick, das hatten wir auch beim letzten Level, er lernt es entsprechend dir zu vertrauen. Du baust das Vertrauen auf, ja, und sagst ihm, okay, pass auf, ich bin jetzt hier hinten dagegen gesprungen, ne. Aber hier beispielsweise sagst du dann, okay, pass auf, zwischen den Münzen immer sind Blöcke. Okay, wiederholst das hier auch nochmal. Aber hier komplett brichst du deine eigene Regel. Ja, also jetzt entweder die vier nebeneinander packen können oder halt dazwischen Blöcke. So, hier machst du es wieder ganz anders. Mal davon abgesehen, einen P-Switch zu verstecken, ist nicht gerade das Beste, was man machen könnte. So, hier hast du einen Geheimgang. Ja, und hier kommunizierst du auch offen die Blöcke. Gehen da nicht, das ist in Ordnung, das ist ein One-Up. Ja, hier könnte man jetzt sagen, gut, den One-Up, den packst du eher hier rechts hin. Ist so, dieses klassische, standardmäßige Nintendo-Ding. Ja. Ja, und man kommt dann schlussendlich hier bei D raus, genauso wie hier. Hier erzeugst du ein künstliches Warten. Wenn man aber hier durchgeht, erzeugst du kein künstliches Warten. Wo ist da der Hintergrund? Was sind deine Hintergrundgedanken, dass er da warten muss? Habe ich irgendeinen Vorteil dadurch? Ich weiß es nicht. Musst du mir sagen, weil insgesamt sehe ich jetzt hier keinen Vorteil. Auch wenn ich durch die B-Röhre gehe, hier ist ein Bosskampf. Also dieser Punkt zum Warten ergibt gar keinen Sinn. Also insofern kann das schon manchmal negative Auswirkungen haben. So, und jetzt haben wir hier den Bosskampf, haben das geschafft, gehen durch die Tür und der Boss ist hier wieder in der Nähe. Was ich immer gerne sage, wenn ihr schon... Okay, da weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt. Sollte das stimmen? Oh mein Gott, nein. Was ich immer gerne sage, Leute, wenn ihr hier... Ihr seht es ja hier, massig Platz habt und hier habt ihr noch Platz. Und da kann mir keiner jetzt sagen, nee, ich hatte da keinen Platz mehr. Doch, den habt ihr, ja. Hier machst du so einen riesen Abstand. Da hätte der Abstand bis... Ich sag jetzt mal, hierhin... gereicht, also bis auf diese Höhe hier. Für diesen Raum. Ja, das ist nur dieser Raum, ist, den man sieht. Und dann hier natürlich genau das Gleiche. Ja, diesen Raum beiseite und dann hätte man auch nur den Raum gesehen. Das wirkt dann halt viel durchdachter, professioneller und ich sag jetzt mal ganz hart ausgedrückt, nicht so, ich bin ein Anfänger. Ja, und du bist ja kein Anfänger mehr. Wahrscheinlich ist das deswegen auch eins deiner älteren Level. Bloß ich denke mal, du verstehst, was ich meine und worauf ich hinaus möchte. Und dann, sowas ist dann immer, ich sag mal, ungünstig. Ja, gegebenenfalls machst du es so, dass du hier nach dem Bosskampf drei One-Ups hinpackst. Ja, klar, du kannst auch welche verteilen, aber insgesamt wäre das besser. Ja, außerdem hast du auch nur zwei One-Ups verteilt, das kann einem auch nochmal das Genick brechen. Ja, weil gerade bei so welchen Leveln, wo die Axt am Ende kommt, kannst du halt keine One-Ups bekommen. Nicht durch Gegner oder sonst irgendetwas. Ja, und die Herzzahl, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, was ich vermute, was dann die Leute machen werden. Sie werden dir nicht alle Boost geben. Also ein Boo ist es definitiv nicht wert. Ja, aber die werden halt seltener ein Herz geben. Gut, das war's dann mit der Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich. Denkt dran, mir eure Level zu schicken. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.